Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Elben. Ich muss noch 3 Aufnahmen machen. Das mache ich jetzt. Danach gibt's Sims of the Sword Empire. Und eventuell, ich hab's mir überlegt, ich hab's ja schon angeteasert, vielleicht mache ich irgendwann mit XCOM weiter. Oder neu weiter. Allerdings hätte ich mir da vielleicht was überlegt, vielleicht. Aber dann brauche ich Leute, die da auch mitmachen wollen. Also ihre Soldaten erstellen und halt das dann auch schauen. Ansonsten ist es ein bisschen arg teuer. Aber es gibt, ist noch gar nicht so lange her, eine Erweiterung, War of the Chosen. Soll verflucht gut sein, soll unglaublich viel Diversität reinbringen und anspruchsvoll sein, richtig viel Spaß machen. Ich habe es mir angeschaut und also mal so einen Überblick gegönnt, bevor ich 40 Euro ausgebe. Und nachdem ich schon damit am Liebäugeln bin, vielleicht einfach zu sagen, okay, ich kauf's mir. Wäre halt der ausschlaggebende Punkt, jetzt aktuell in dieser Situation zu sagen, hey, da ist wirklich Interesse da, vielleicht macht, also, ne, wenn da genug Leute, es ist halt wie gesagt, das ist ja auf Englisch, ne, das ist, weil ich da einfach mehr Leute mit erreiche, wenn ich Werbung für mache. Und da tätig ich tatsächlich in 1-2 Foren posten und sagen, hier, ich spiele das Spiel, wollt ihr da nicht mal reingucken, vielleicht gefällt es euch ja, so in der Richtung, habe ich das dann schon vorzumachen. Was aber kein Problem sein sollte. Also jeder ab 16 Jahren sollte in der Lage sein, Englisch verstehen zu können, wenn er es in der Schule hatte. Ja, Englisch, also ich, das sage ich jetzt leicht, weil ich 25 bin, ne? Und ich auch Englisch spreche und mit Englisch zu tun habe, ab und zu ein bisschen. Aber es schadet nicht und Englisch ist tatsächlich keine sehr schwere Sprache. Ich weiß, in der Schule lernt man es mehr als suboptimal, aber ich weiß aus erster Hand von Freunden, die wirklich gar kein Englisch konnten, das irgendwie mit 5 oder Note 4, ich weiß es nicht, irgendwie vielleicht eventuell, also alles andere als gut, ja, beendet haben, Englisch, Kurse und Noten und was weiß ich, also wirklich recht schlecht. Aber dadurch, dass es sich mit Spielen beschäftigen, wo halt Englisch gesprochen wird, zum Beispiel League of Legends ist so ein Ding. Ja, weil man dann einfach ein bisschen kommunizieren muss mit den Leuten auch. Das gehört halt dazu. Das ist so. Und ja, die haben dann Englisch gelernt, wenn man so möchte. Also das geht schon. Es ist jetzt nicht perfekt, nein, sie können es nicht super toll sprechen, aber sie können zumindest übers Internet textbasiert sich verständigen. Ja, es geht. Klar, Spiel ist jetzt nicht gleich Company-mäßig, also irgendwas mit Firma oder bläh. Aber es geht. Es ist machbar. Es geht da. Oh je. Und von dem her, also ich denke mal, es macht halt Sinn. Ja, es geht. Englisch ist eine Sprache, ja. Nervig, in der Schule ein kompletter Graus. Ich habe Englisch auch nie gemocht in der Schule, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber jetzt zum Beispiel Twitch-Streams zu schauen oder YouTube, sei es YouTube, ist egal. Wo ich beschlossen habe, YouTube selbst zu machen, StarCraft, habe ich mir gedacht, boah, ja, geile Chance. Das mache ich. Ja, das gibt mir die Möglichkeit, mein Englisch zu verbessern. Und das habe ich dann noch gemacht, das hat auch recht gut funktioniert. Na, Abi, Abschlussprüfung mündlich, 12 Punkte von 15, das ist eine 2+. Ist nicht perfekt, aber die mündliche Prüfung der 12. Klasse bei mir war mit 8 Punkten eine 4. Ich glaube sogar eine... Nee, warte, waren so 6 Punkte, 4 Minus? Irgendwie so, es war schlecht, das war wirklich nicht gut. Aber es hat funktioniert, anschließend. Ich habe es hingekriegt, passt. Und das ist dann schon, was man sagen kann, ja, es geht, es ist machbar.
Von dem her Englisch nicht super schwer, machbar, sollte man können. Und das Schöne ist, bei XCOM zum Beispiel habt ihr das, da wird viel gesprochen, unter anderem ich spreche Englisch nicht perfekt, also das wird euch nicht monstermäßig helfen, um Grammatik irgendwelche guten Noten zu bekommen in der Schule oder sowas. Aber viel wichtiger ist halt, es ist eine Möglichkeit, jetzt nicht bei mir per se, dass ihr sagt, ja, du lernst Englisch bei mir, toll, geil, nee, das meine ich gar nicht, aber insgesamt Englisch lernen, ja. Nehme ich überhaupt auf? Ich wette, ich habe vergessen umzuschalten, nicht Blödkopf. Ja, ich wusste es. So, hier. Da. Sorry. Ja, ne? Bin ein bisschen ballerballer im Kopf. Das müsst ihr mir auch zugestehen. Ist leider so. Ja, dürfen sie auch. Zu viel Englisch gelabert. Ich frage mich, wie viele Leute dann einfach. Oh nee, komm. Hier haut's die Helden weg. Vor allem den Gottmann. Ich frage mich, wie viele Leute dann vorspulen, um zu gucken, ob ich umschalte oder nicht. Weil ich bin so einer, wenn ich das dann sehe, denke ich mir, boah, muss ich das jetzt so gucken die ganze Zeit? Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Es wäre doch viel toller, wenn er es umschaltet. Macht er das irgendwann? Ja, nein, keine Ahnung. So. Was geht denn hier ab? Sterben alle. Geil. Naja. Wie gesagt, Englisch nützlich. Jetzt nicht für die Schule und blablub, aber halt einfach nur so zum Lernen, für euch selbst halt. Ich habe das damals gemacht, ich habe dann mir StarCraft-Streams angeschaut, habe StarCraft-Videos angeschaut. Ich habe mir tatsächlich Phrasen, die die Leute benutzt haben, rausgeschrieben. Wie zum Beispiel, to be in a good shape. Das war was, wo so ein Key-Ereignis, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich ziemlich nice, das so zu sagen. Ja. Und, halt lauter solche Geschichten. Könntest du bitte nicht noch meinen zweiten Baumeister töten? Das wäre echt nett. Und so hat sich das dann Stück für Stück halt ergeben, ne? Wie gesagt, lang nicht perfekt, aber durchaus machbar. Ja, die greifen hier überall alles an und sind super nervig. Ich merke das schon. Aber es interessiert mich wenig. Sobald ich bei denen drin bin und alles zerstöre, ist das, was sie hier haben, komplett uninteressant. Von dem her, also das wäre halt was, wo ich sage, vermutlich werde ich mir die Erweiterung eh holen. Aber es wäre halt nicht jetzt, sondern vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so. Wenn ich mal wieder mehr Luft habe und dann denke, boah ja, jetzt hätte ich wieder Lust auf XCOM oder nicht oder ich weiß es nicht. Es wäre halt einfach ein bisschen anders. Aber wenn jetzt die Leute sagen, nee, das ist voll cool, ich möchte ein Soldat da sein, ich möchte es mir anschauen, das ist ein Spiel, das mich interessiert. Es wäre halt, na, müsst ihr halt gucken. Interessiert es euch? Ja, nein. Findet ihr es cool? Ja, nein. Keine Ahnung. Das ist halt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ja, ist ein rundenbasiertes Taktikspiel. Nicht unbedingt, nicht mal Strategie, sondern wirklich Taktik. Rundenbasiert. Ja, Menschen gegen Aliens, Invasion abwehren und. Gegen eine Übermacht, wie es halt immer so ist. Hat was. Ist definitiv. Also, ich finde es unglaublich spannend und interessant, weil es auch sehr fordernd ist. Aber es muss einem gefallen. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen: Na, das ist nicht meins. Weil es halt auch sehr langatmig sein kann. Im Gegenzug, wenn ihr meine Stimme gern habt und mir gern ins Gesicht schaut, da dauert eine Mission lange. Das heißt, so eine Folge wäre dann nicht 20 Minuten, sondern durchaus 40 bis 60 Minuten, je nachdem, 60 Minuten im Extremfall, aber wenn ihr so normale XCOM Let's Plays anschaut, um euch einen Überblick zu verschaffen, boah, dauert ein Stückchen. Na, ist nicht einfach mal so 20 Minuten wie jetzt hier. Damit ist es nicht getan. Weil halt die Runden und die Züge wirklich brauchen. Man braucht Zeit, man muss sich da Zeit lassen. Also das täte mich mal interessieren, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Wäre das was für euch? Die Erweiterung, alles neu. Ich erkläre ja auch wie hier meistens dann gut, jetzt bin ich schon sehr weit im Let's Play. Aber am Anfang, glaube ich, wo ich mit den Menschen Ringkrieg gespielt habe, habe ich noch sehr viel erklärt. Jetzt ist es für mich eher so ein Laber-Let's Play, wo ich halt, lol, wo ich halt sagen kann, ja, ich kann so ein bisschen über mich und mein Leben quatschen und meine Ansichten weitergeben, so wie ich halt meinen YouTube-Kanal aufbauen möchte. Meistens. So ein bisschen wie so ein Minecraft-Let's Play eigentlich. Ja. Wo Gronkh halt zum Beispiel einfach nur labert. Selten über Minecraft. Kommt vor.
Aber es ist in Ordnung. Euch scheint das zu gefallen. Die Likes sind da, die Views auch. Solange alle zufrieden sind, passt das doch. Also das wäre halt was, wo ich theoretisch, was heißt theoretisch, wo ich wirklich Spaß dran hätte. Und ich bin jetzt am gucken. Das wird eine sehr schwere Schlacht. Die wird schwer. Diesmal habe ich. Oh Gott. Aber ich probier's. Schau mal. Weil es mir wirklich Spaß macht. Das Spiel ist verflucht gut. Es ist wirklich gut gemacht. Es ist spannend. Es ist fordernd. Man muss so viel denken. Schach ist ein Witz dagegen. Muss man so auszudrücken. Es ist auch sehr viel Zufall dabei. Ja. Aber es ist auch sehr spannend irgendwo. Also für mich definitiv ein gutes Spiel, wo ich Lust zu hätte, das zu Let's Playen. Also sagt's mir da einfach kurz Bescheid. Das wäre sehr nice. Und dann passt es auch. Okay, der Feind kommt instant. Toll, super, ja. Nee, nein, nein, nein. Der Drache muss weg. Sehr schnell. Ach du Heilige. Tat auf jeden Fall weh. So. Das haben sie zerstört. So. Sollen sie aber nicht. Na, mal sehen, ob ich das schaffe. Die Schlacht wird knifflig, weil die Orks halt so sauschnell hier angegriffen haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Und es sieht so aus, als würden sie hier die Malornbäume weghauen. Ich hole mir jetzt hier eine Kaserne. Lol. Ah, da hat's einen Baumeister. Ja, der wäre cool, wenn ich den kriegen würde. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee war, die Festung aufzubauen. Das muss man auch erstmal gucken. So, die töten. Es wäre cool, wenn ihr die töten würdet. Ha! Der baut da oben. Ich kotze so ab. Was soll denn das jetzt? Ne, einen Baumeister hole ich mir. Aber ich sollte auch seine Ressourcen vernichten. Kann nicht so weit angreifen. Hätte ja sein können. So, ein Wachturm baue ich. Nee, warte, vielleicht erwischt er den. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann tötet halt den. Na komm. Nice. So, hier hau ich jetzt auch erstmal wieder ab. Sicher ist sicher. Naja, weil hier kommen sie wieder. Ich wusste es. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, wie ich das am besten alles mache. Das ist nicht so einfach. Ja, die sterben. Passt. Okay. Sollte ich eine zweite Kaserne bauen? Ja, aber geht noch nicht so gut. Das ist das Problem. Perfekt. Ja, die Spinnen, die sind schon böse. Da kommt ein Baumeister. Da können wir angreifen. Und da können wir hingehen. Warte, was kommt da? Schaffen wir das? Sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube, bisher passt es. Sollte. Oh, da kommt so einiges.
Okay. Es ist spannend. Bisher schlage ich mich ganz gut. Wie lange das gut geht, das wird man sehen müssen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie lange das gut geht. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, da kommt gerade Feuerdrachen. Ne, es sind nur Spinnen. So. Eine zweite Kaserne wäre auch sehr hilfreich. Wir müssen ihn standhalten. Unsere Stadt wird größer als bei mir. Feuer konzentrieren, Elben. Nee, das passt. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Die Gebäude des Feindes sind nah. Da sind die Reiter reingekommen. Aber es passt. Ah, hier hat's den Feind, okay. Treibt sie zurück! Lasst keinen entkommen! Der Feind kommt über uns! Ich finde aber, es sieht gut aus. Auch mit der Festung, die hält das schon gut durch. Gut, da liegt noch ein bisschen Geld rum, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ha! Einer ist tot! Sehr schön. Sehr gut. Die sind. Ja, die nehmen das ein. Das werde ich nicht verhindern können. Schade. So, Schmiede. Kann ich eigentlich irgendwo Mauern bauen? Ja, schaue ich gleich mal. Ja, toll. Ich könnte es euch so aufstellen, das passt dann schon. Ich glaube, das schaut gut aus. Der kann hier nicht mehr viel machen. Das Türmchen wird ihn auch nicht retten. Ey, wie die Hobbits halt alle verrecken. Krass. Aber so schnell auch. Gefällt mir sehr gut, wie das läuft. Ist lang nicht perfekt, aber. Gegen drei oder gar vier Gegner? Doch, funktioniert gut. Das Gehöft hat gelevelt, aber das ist auch egal. Die ziehe ich zurück. Ja, der Turm, der macht das nicht. Passt. So. Passt. Schön die Rüstungen holen. Und danach sehen wir weiter. Ja, die sind gleich alle besiegt. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Klingen auch sehr nützlich. Wird es nicht geben, weil ich jetzt gewinne, aber passt schon. Oder noch nicht. Sehr interessant. Da oben gibt's noch Geld. Ja, nö, da laufen wir vorbei. Das. Schade. Na gut. Hätte ja sein können. Ist egal. Passt. Auf jeden Fall gewonnen. Schön, freut mich. 9, irgendwas ist auch in Ordnung. Passt. Das waren zwei echt gute Schlachten, muss ich sagen. Das war, nee, lass mal hier. Das war gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.